PS5 bestellt. Boah, Alter. Ey, ich, also das Thema PS5 ist ja wohl einfach nur unfassbar anstrengend, oder? Ey, sorry, aber ich habe ja selbst heute, ne? Ihr habt das Thema ja gestern mitbekommen, ne? Gestern habe ich die Story erzählt. Ich habe mir die PlayStation 5 vorbestellt bei Amazon, wusste nicht, ob ich die bezahlen kann und habe die dann quasi vor einer Woche meinem Bruder versprochen, ne? Weil bevor die Vorbestellung jetzt verfällt und so weiter und so fort. So, und dann hat ihr ja gestern erstmal, ich weiß gar nicht mehr wie viel, über 300 Euro irgendwie dagelassen für die PlayStation, damit ich mir auch eine holen kann. Und dann habe ich quasi bei GameStop gestern Nacht noch gecampt. Das war ja sofort ausverkauft, ne? Und heute Amazon. Heute Amazon, ne? Hä, ich dachte Xbox. Wie gesagt, wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Naja, aber ich wurde auch richtig angeflaumt auf Twitter, ne? Ich habe das dann auch sogar noch auf Twitter geteilt. Ey Leute, heute könnt ihr noch ein gewisses Kontingent an PlayStation. Hier habt ihr einen Link, falls ihr meinen Raffle benutzen wollt. Und dann wurde ich da durchbeleidigt. Hä, ist vor 3 Minuten schon ausverkauft gewesen, nur Affe und solche Geschichten. Da dachte ich mir auch so, ey, das ist aber ein echt sensibles Thema, ne? Ich hoffe, ein bisschen weniger sensibel damit um. Naja, jeglicher Hardware-Launch dieses Jahr ist unglaublich zäh. Nvidia, AMD, Microsoft, Sony, ich weiß auch nicht, wo. Also, liegt das an Corona? Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sowohl Microsoft als auch Sony nicht darauf vorbereitet war. Also, ich meine, die haben ja beide ihre Konsolen vorm Weihnachtsverkauf released. Das hat ja einen Sinn. Das ist ja marketingtechnisch, ist das ja schon durchaus sinnvoll, ne? Vor Weihnachten seine Konsole zu releasen, um die Verkaufszahlen zu toppen. Wenn man dann aber nicht genug Konsolen hat, die man verkaufen kann, dann hapert es irgendwo. An irgendeiner Stelle war da ein Wurm drin oder das war halt künstliche Verknappung. Kann auch sein. Da hat die gesagt, wir machen mal nur 500.000 oder so. Fertig. Keine Ahnung. Wobei AMD lief auch ganz okay. Habe ich tatsächlich nicht wirklich verfolgt. Beleidigung gehören in Twitter zum guten Ton. Vor 3 Minuten, how dare you, mal. Ja, ich bin von mir selber enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir können von Glück reden, dass ich nicht schon wieder so ein heftiger Console Wars entbrannt ist. Ja, Console Wars ist auch so eine dümmliche Scheiße, wirklich sondergleichen. Also, ganz ehrlich, das Einzige, was scheiße ist, ist daran, dass die Leute mit der Xbox nicht mit den Leuten mit der PlayStation spielen können. Und das ist ja nicht die Schuld von Leuten, die sich eine Xbox kaufen oder Leute, die sich eine PlayStation kaufen. Ich verstehe den ganzen Krieg dahinter sowieso nicht. Ja, soll jeder kaufen, was er möchte. Und am besten kauft euch einfach alles, wenn ihr genug Geld habt. Und dann habt ihr einfach die volle Breitband. Ne, wisst ihr Bescheid. Naja, jedenfalls saß ich dann da gestern oder heute auch und dachte mir, was mache ich? Ja, pass auf. Also ich hab dann jetzt überlegt, was machen wir denn dann heute? Ne? Weil heute ist Release Day. Und dann habe ich... Ja, was habe ich dann gemacht? Dann habe ich meinen Bruder angerufen und gefragt, ob ich die doch haben kann. So sieht's nämlich mal aus. Ja! Und nur wegen euch. Nur wegen euch. Ohne Scheiß. Nur wegen euch. Also erstmal Props an meinen Bruder, der sitzt gerade drüben, der ist nochmal vorbeigekommen. Und wollte sich das Ding trotzdem mal kurz angucken. Vielen, vielen Dank. Ich habe ihm trotzdem eine Vorbestellung für Mitte Dezember besorgt, weil ich habe ein schlechtes Gewissen gehabt. Und dann ist irgendwie eins zum anderen geführt. Und bei 3 Ecken habe ich dann jemanden gefunden, den ich kenne, der 2 Bestellungen hatte. Und ist auch scheißegal. Wir haben heute eine PlayStation auszupacken, würde ich jetzt einfach mal sagen. Hast du auch nur 300 Euro bezahlt, weil gebraucht. Ey, ganz ehrlich, ne? Ich bin schon ein bisschen stinkig. Weil, das ist jetzt richtig, ich weiß nicht, ob man das sieht. Warte. Hier. Oh, das ist aber ganz... Also. Hier. So ist die angekommen. Hier oben eingerissen. Weißt du? Ich meine, manche Leute haben jetzt gar keine Konsole gekriegt. Deswegen ist das eigentlich nur ein geringes Problem. Aber warum? Oder nicht... Ja, doch. Ein bisschen eingerissen und eingeknickt. Da werde ich als Sammler schon wieder fuchsig, ne? Da werde ich zum Tier bei sowas. Aber...
Ja, bevor jetzt irgendeiner wieder losmeckert, hast du Augen sonst gekriegt und ich hab gar keine. Hier, da oben, habe ich mal was vorbereitet. Weil die habt ihr bezahlt. Die habt ihr für mich bezahlt. Also zumindest fast. Ich habe auch einen Teil dazu beigetragen, natürlich, weil die kostet 500, ihr habt 320 oder so. Wie auch immer. Wegen euch habe ich jetzt eine PlayStation 5 und da möchte ich mich herzlich für bedanken. Wirklich, wirklich vielen, vielen Dank. Und natürlich packen wir die jetzt aus und machen die an und gucken uns den Spaß mal an. Dazu kommt, da habe ich mich gefragt, was machen wir denn mit der Konsole, ne? Was kann man da jetzt mit machen? Und da bin ich gerade nochmal nach Saturn gefahren und habe zwei Spiele geholt. Witzigerweise kam ich nach Hause und dann wurde meine Mail beantwortet, ob ich Muster haben kann für die PlayStation. Also, jetzt habe ich wahrscheinlich die Spiele doppelt am Ende. Aber, naja, ist auch egal. Ich würde dann mal sagen, ja, ich glaube, es ist am schlauesten, wenn wir auf die andere Kamera gehen, ne? Wenn ich jetzt hier, da, ich glaube, dann seht ihr am meisten. Ich muss mich gerade mal hier einrichten. Also, die Tastatur hat jetzt hier schon mal gar nichts mehr zu sagen. So, lass mich mal gucken. Wenn ich... Hallo? Hallo? Okay. Ich habe gerade Kabel von dem Mischpult ausgepackt. Okay, also voran. Ich möchte mich wirklich, also ich schäme mich gerade ein bisschen, dass ich die habe. Wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich glaube tatsächlich, es haben sich einige von euch noch mehr auf die Konsole gefreut als ich. Ich habe ja gesagt, für mich ist das eigentlich so ein Thema, ich brauche die jetzt nicht direkt am Release-Tag so, ne? Aber, wisst ihr, jetzt habe ich sie. Ich habe sie halt vorgestellt. Ich bin halt einer der Glücklichen. Eigentlich darf ich kein schlechtes Gewissen, aber er tut mir wirklich für jeden leid, der da jetzt sitzt und gerne eine hätte und die nicht bestellen konnte. Deswegen versuche ich euch, also vielleicht... Habt da ein bisschen was davon, wenn wir die hier zusammen irgendwie, vielleicht so ein Gemeinschaftsgefühl. Ich weiß, das ist komplett bescheuert, aber wir packen das jetzt mal aus hier. Ich bin da sehr aufgeregt und es war sehr schwierig, den ganzen Tag den Rand zu halten und sich nicht wie alle anderen auf Twitter einfach wie Bolle zu freuen. So. Kannst du auch, wäre eigentlich bei uns gewesen. Ach, Christian, dann genieß es einfach. Genieß einfach. Also jetzt werden schon die Nachbarn von meinem Bruder werden jetzt schon sauer, dass ich die PlayStation behalten habe. ich versuch's gerade. Bitte macht sich nicht schlimmer als schon ist. Okay, entschuldigen. Dann halte ich jetzt die Fresse und dann packe ich einfach aus, wenn ich hier den... Ich versuche gerade diesen Klebestreifen zu lösen. So. Das war sehr komplizierter Klebestreifen. So, einmal. Achte mal genau auf das raue Muster im Weißen. Auf der Konsole oder auf der Verpackung? So, warte mal. Oh Gott. Na, auf Konsole. Boah, Alter, das ist so... Warte mal. Kann halt wohl nicht wahr sein. Yes, da haben wir's. Ja, okay. Ich glaube, die größte Hürde haben wir genommen. Dann machen wir das mal so. Und dann öffnen wir das Ganze mal. Ach, scheiße, ey. Wie mache ich das? Ich versuche das gerade so schön wie möglich für die Kamera zu machen, aber es ist echt nicht einfach. Ich heb das Ding hier mal raus. So. 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 So, Freunde. Herren, das ist aber auch ein Oschi, ne? Da muss man auch mal ganz ehrlich sagen, kein Unboxing-Messer. Nee, das Unboxing-Messer ist verschwunden. Ich weiß nicht, wo es hin ist, aber es ist einfach weg. So, wie ist das jetzt hier? Ah, da kommt hier... Oh. Aber damit bleiben sie sich treu, ne? Ist das immer noch dasselbe Stromkabel, was seit der PlayStation... Müssen wir überlegen, PlayStation 1? Auf jeden Fall seit PlayStation 2... Und dann hast du das bei der PlayStation 2 ins Netzteil gepackt. Das war ja noch außerhalb. Zumindest bei der ersten.
Ich weiß nicht, aber es ist immer noch dasselbe. Das finde ich gut. Weil dann braucht man nicht ständig, ja gut, sowas hier, ne? Garantie und den ganzen Gedöns können wir ja gleich noch mal vorlesen, ne? Garantiezettel wird wahnsinnig toll. Und dann haben wir, glaube ich, schon das erste hier. Oh ja. Der Controller. Ich habe jetzt zum allerersten Mal einen PlayStation 5 Controller in der Hand, Leute. Alter, schick. Sehr schick. Ich hoffe, seht ihr alles? Ist das gut für euch so? Da haben wir das schöne Ding einmal. Das ist wirklich... Warte, ich habe hier noch den PS4-Controller liegen. Als Vergleich mal. Direkter Vergleich. Da. Hat tatsächlich... Also tendiert so ein bisschen in Richtung Xbox. Und das finde ich sehr gut, muss ich sagen. Muss ich wirklich sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Und jetzt kommt der Handtest. Oh ja, oha. Alter. Der liegt richtig schön in der Hand. Ich habe nämlich immer gemeckert, dass mir hat der PlayStation-Controller nie gefallen. Übrigens hier, nicht wundern, meine Katze hat mich vorhin überfallen, ne? Das ist nicht, weil ich so traurig war, dass ich keine PlayStation gekriegt habe. Es ist einfach tausendmal besser als der alte Controller, weil ich war nie, ich habe halt auch riesen Hände, ne? Und wenn du dann den Controller in der Hand hast, da komme ich mit meiner gesamten Hand drüber so quasi, ne? Also, dementsprechend ist das hier auf jeden Fall sehr schön. Weil der Xbox-Controller, hier, ist ein bisschen dreckig, aber der ist dann doch noch ein bisschen klobiger, wenn man den direkt vergleicht, ne? So, da. Finde ich einen schönen Mittelweg auf jeden Fall. Ist eine schöne Sache. Also von der Größe her ist auf jeden Fall jetzt gleich groß, auf jeden Fall nur unten hat mehr Spielraum bei den Händen. Schön. Gefällt mir gut. Ich freue mich da gleich mit zu spielen, muss ich sagen. Aber am allermeisten bin ich jetzt gespannt auf die Größe der Konsole. Da habe ich jetzt wirklich ein bisschen Schiss, was mich da jetzt erwartet. Was haben wir hier noch? Achso, das ist Pappe noch. Wahrscheinlich noch irgendwie, ist das Netzteil hier noch drin oder so? Was haben wir hier? Warte mal. Das kann man auch was sehen, ne? So, wir kommen nochmal da. Ah, nee, hier. Der Fuß. Der Fuß der Konsole. ASMR. So, da kommt die nachher drauf. Wie auch immer. Okay, das ist irgendwie... Jetzt gerade kann ich da nicht sonderlich viel mit anfangen. Das wäre wieder so ein Kandidat für so eine Sendung, wo... normalerweise passiert das ja, Männer kriegen Schminke in der Hand gedrückt oder irgendwelche Schminkutensilien und müssen dann erraten, was das ist. Und das könnte man dann quasi im Gegenzug dann irgendwie an Leute geben, die nicht zocken. Weil, ganz ehrlich, was ist das? Keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, wie das da nachher drauf kommt. Haben wir noch mehr hier drin? Ich glaube, da war noch was, ne? Ah, HDMI-Kabel. Ja gut, das ist jetzt... Schön ist das, aber... Aber schön... Und hier haben wir noch ein USB-Kabel für einen Controller. Ah, guck mal. Der ist jetzt mit USB-C. Geil. Endlich mal genormt. Mein Gott, ey. Das wird auch langsam mal Zeit, dass die USB-Typen mal genormt sind. Gut, das war das. Jetzt lass ich mal überlegen. Also, wenn das alles ist, da ist... Ja klar, da ist ja gar kein externes Netzteil mehr dran, ne? Das ist noch schon bei PS4 ja nicht. Bisschen doof. So... Und ich glaube, dann kommen wir zum... Ist das dein Ernst, ey? Okay, jetzt kommen wir zum heiligen Moment. Die Konsole. Boah, Alter. Alter, gibt direkt ein Sparabo für das Fitnessstudio mit dabei. Damit man das auch hin und her tragen kann hier. So. Okay. Wie machen wir das so, ne? Junge, ist das ein Klotz. Oh, Junge, das Ding wiegt mindestens 10. Mindestens, wenn nicht sogar 12. Seid ihr aufgeregt? Ich bin auf jeden Fall sehr aufgeregt. Ich habe nämlich auch noch kein Unboxing oder so irgendwas dazu gesehen, weil das ist schon... Boah, Junge, ich weiß gar nicht, wie ich das hier aufmachen soll. Ah, Hackbart, vielen Dank für deinen Sub. Okay. Junge, ist die riesig! Scheiße, warum ist die so groß? Alter! Junge, die passt doch nicht mal auf die Kamera! Ja, das ist das gute Ding. Warte, ich wechsle mal wieder die Kamera.
Ey, das ist. Es ist. Lecko funny, ist das ein Riesending. Junge. Oh. Ich würde mal. Wie viel wiegt die Kiste? Steht das hier drauf? Nee, ne? Ist das Relevanteste jetzt an der ganzen Konsole? Wie viel wiegt die PlayStation? Aber die müssen doch für gewöhnlich ein Gewicht auf sowas draufschreiben, oder nicht? Nee, ne? Nee. Nur epileptische Anfälle. So ein Blödsinn. Was, nur 4,5 Kilo? Niemals. Das sind doch nicht 4,5 Kilo. Hier. Guck mal. Oh, da kommt die Waage. Wir machen den Test. Viereinhalb Kilo. Okay, das fühlt sich, oder? Das fühlt sich doch nicht für 4,5 Kilo an, oder? Nee, das fühlt sich echt mehr an. Aber? Aber doch, wie Bimo. Aber muss auch ganz ehrlich sagen, man, ich habe das jetzt auch nicht erwartet, dass das so ein Riesenteil ist, ne? Wenn man sich mal die PS Pro dagegen ansieht. Alter Verwalter. Ja, Leute, warte, ich mach mal hier. Also ist schon fast rausgezoomt. Das ist sie. Ist da eine Folie drauf? Ich glaube nicht. Ich glaube, da ist keine Folie drauf. Für die Umwelt. Ja, das ist sie. Alter. Und wie kommt das jetzt hier drauf? Ein bisschen Angst hat die. Hey. Das ist die mein Bruder mir eigentlich abkaufen wollte. Tatsächlich. Okay. Ist das richtig? Oh, tatsächlich. Kannst du sogar noch drehen. Und dann steht die aber schief. Hä? Hä? Die Schraube ist in dem Fuß unten drin. Schraube? Da! Hier ist so eine Schraube versteckt. Ach so, und dann kommt da. Ist hier unten quasi ein. Muss ich den Pinöpel hier rausmachen? Ich will da jetzt nicht direkt was schrotten, ne? Hier unten ist so ein. Unter den musst du. Den Nippel musst du abmachen. Bitte keinen Meter. Ah, ja, ich sehe schon. Okay, und dann. Was zum Teufel, ey. Okay. Jetzt habe ich natürlich schon wieder keinen Schraubenzieher. Aber das sollte mit der Schere gehen, auf jeden Fall. Du kannst sie auch mit dem Fuß waagerecht stellen. Ja, das passt hier nur leider nicht hin. Ich muss sie auf jeden Fall hochkant stellen. Warte. Junge, das ist ganz schön. Hört ihr mich überhaupt noch? Hallo, hört ihr mich? So, ich versuche das mal mit der Schere eben festzudrehen, bevor mir die Konsole nämlich hier runterfällt oder so. So, fest ist es. Das heißt, die kann jetzt so dann stehen. Oh ja, ach guck mal. Geil. Ja gut, ist ein bisschen schwierig. Warte, ich mach mal den hier. Die ist ja Gott sei Dank ein bisschen beweglich hier, die Kamera. So. Hier. Ignorieren Sie die Snackerei hier im Hintergrund, weil die hat. Jesse dachte, ich kann das gut gebrauchen gestern. Mir hatte gestern ein bisschen Kreislauf, ne? Aber
So, dann ist die Geschichte quasi hier. Schön, ne? Wunderbar. Ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen. Dass es auch nicht sonderlich schwer war, weil sonst wäre ich wieder versagt an irgendwas. Ah. Ich will nichts verdrüsseln, ich drehe die Schrauben mit der Schere anstatt einen Schraubenzieher zu holen. Die Schere, das war da ist so ein krasser Schlitz gewesen. Außerdem, bis ich jetzt einen Schraubenzieher gefunden habe. Ne? So, das ist sie. Ich weiß nicht, wir können sie uns jetzt noch 10 Stunden angucken oder ich schließe sie einfach mal direkt an. Und da muss ich mal kurz an die Technikexperten von euch fragen. Ich habe jetzt hier direkt die PlayStation Pro stehen. Die ist schon komplett an mein Setup angebunden. Kann ich jetzt einfach nur das Kabel, die Kabel rausziehen und hier reinstecken? Oder ist das jetzt hier irgendwie ein anderes Kabel? Ich habe da jetzt irgendwie, warte mal, hier steht jetzt drauf 2,5 Ampere und 250 Volt. Ich weiß nicht, ob das andere Kabel irgendwie anders ist. Eigentlich ist das ja eine Norm, ne? Kann ja eigentlich gar nichts anderes sein. Jedes Netzteil unterscheidet sich wahrscheinlich nur. Passt, ne? Ja, das müsste dasselbe sein. Okay. Ne, ich bin einfach nur vorsichtig, falls das... Okay. Dann würde ich mal sagen... Ich nehme euch auch mit wieder. Sekunde. Mal kurz gucken. Ignoriert die Unordnung im Hintergrund einfach. So, dann kann ich euch nämlich mit hier hinnehmen. Weil hier steht die PS4 Pro. Boah, das mit dem Mikro reicht aber nicht. Den Kappes tue ich mal weg hier, komm. So. So. Also, PS4 ist die, die ist noch an. Lass mich mal ganz kurz gucken, weil da habe ich vorhin ein Update gemacht, weil dann, ich weiß halt nicht, warte, hier, da. Lass mich mal eben kurz gucken, bevor wir jetzt weitermachen, ob... Ich habe jetzt einen PS4-Controller. Da. Ob ich jetzt hier noch irgendwie was machen muss mit meinem Account. Vorher. Da. PS5 Remote Play. Muss ich hier noch irgendwas machen? Weil ich würde ja gerne schon meine Spiele, die ich hier habe, auch auf der PS5 spielen. Habt ihr das schon gemacht? Ja, mach fertig. Was hast du bei mir gelernt? Ja, nix, Christian, das ist ja das Problem. Liebe Klugscheißer. Wobei, ja gut, die Klugscheißer, die müssen das ja nicht unbedingt jetzt hier schon gemacht haben. Aber Leute, die das schon gemacht haben, muss ich hier irgendwas auf meiner... Ach, wahrscheinlich nicht, komm. Scheiß drauf. Dann mache ich die jetzt hier für im Büro aus. Die kommen natürlich ins Wohnzimmer, damit man da auch noch... Und dann Wiedersehen, bye bye PlayStation 4. Und tut schon ein bisschen weh. Die hat mir schöne Zeiten bereitet, muss ich sagen. Also, sehr tolle Konsolengeneration gewesen. Einmal einen Applaus an alle. Ja, PlayStation 4 wird in meinem Herzen bleiben. Auch die Xbox One, die steht ja noch direkt daneben. Aber die habe ich ja noch ein bisschen. So. Einmal. Zweimal. Und dann kommst du hier weg. Nochmal kurz zum Vergleich. Junge, das ist fast doppelt. Ja, nicht doppelt so hoch, aber Junge, das ist schon... Ne, warte, ich mach mal hier den Chat kurz aus. Das ist schon, das ist schon, bisschen anders, ne? Ich fand die Form von der Pro auch super geil, muss ich sagen. Das ist schon geil. Das ist fast 12 Kilo. Ja, lach nur. Ja, lach dir einfach über mich. Ja, ich hab doch keine... Ich weiß das doch selber. Ich hab doch keine Ahnung. So, warte mal, können wir ein bisschen rüber hier noch, ne? Ich verschiebe das auch egal. So. Die tue ich mal kurz hinter mir. So. Oh, nee. Ah, nee. In der PS4 Pro waren Kaltgerätestecker drin. Hallo. Was sagt ihr? Ja, dann geht ihr mal kurz. Da war in der PS4 Pro waren Kaltgerätestecker. Das habe ich ja völlig vergessen. Okay, aber immerhin das HDMI-Kabel. Dann muss ich mal kurz unter den Schreibtisch krabbeln, Leute. Dann muss ich doch noch ein Kabel verlegen hier, Freunde. Das dauert dann einen kurzen Moment. Aber dann war das bei der... War das?
bei der normalen PS... Oder bei der normalen PS4 war das dann, ne? Naja, weiß ich auch nicht. Okay, naja, wie auch immer. Da kommt das rein. Zack. Ich find's auch großartig, ihr seht das jetzt gerade nicht, aber, warte. Die Switch daneben. Wie stumpf einfach die Nintendo Switch da einfach neben aussieht, ne? Ich meine, die steckt da jetzt nicht drin, aber das ist halt der, es ist wirklich witzig. Warte. Hi, na, alles gut? Ich bin sofort fertig, ich bin ruhig, beruhig dich. Beruhig dich. So. So. Here we go. Okay. Sitz passt, wackelt und hat Luft. So sieht es dann jetzt aus, noch ein bisschen. Ja, komm, hier das Ding mal weg. Ne? So. Erstes Upgrade für die aktuelle Konsolengeneration. Der VRS-Player, der muss natürlich sein. Xbox One direkt daneben und da die Switch, ne? Damit das hier alles. Habt ihr mein Pogo gesehen? Das ist aber ein bisschen unangenehm jetzt. Das tut mir leid. Das werden wir natürlich. Wir natürlich alle vergessen jetzt. Ja, schön, ne? Was jetzt Nagellack erstmal zur Seite. Ja, so wie es sein muss. Ja, erneut kann ich mich echt wirklich nur bei euch bedanken. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich bin wirklich gespannt, was uns jetzt erwartet hier. Und, warte, machen wir mal hier. Das reicht jetzt auch mit der Kamera. Habt ihr genug Poporitze gesehen mit der Kamera, ne? Jetzt muss ich erstmal hier wieder alles aufräumen. Ja. Dann. Das ist ein bisschen staubig, ein bisschen, ne? So. Alles verschoben und verdreht hier jetzt. So. Ja. Dann einmal ein Abschied an die PlayStation 4. Du warst zwar nicht immer mein Favorit, weil ich muss sagen, die Switch, das war immer schon so mein Baby, aber ich muss sagen, ich habe auch viel Spaß mit dir gehabt, liebe PS4 Pro. Es hat sehr viel Spaß gemacht und du brauchst die Vierer noch? Ja, die brauche ich noch. Die ist jetzt nur für hier in diesem Raum, brauche ich die nicht mehr. Ja, die wird weg damit. Nee, die kommt drüben ins Wohnzimmer. Spielstände und Games übertragen per WLAN. Ach, ich kann tatsächlich, wenn beide Konsolen an ist, über die PlayStation 4 drüben dann PS5 spielen, oder was? Das ist abgefahren. Oricom! Ja gut. Die ersten 10 für die Series X. Weiter geht die Reise, ne? Vielen, vielen Dank. Ach, so, und ich bin jetzt auf jeden Fall, ich muss jetzt gerade hier mal mich eben sortieren. So. Das kommt hier. Die tue ich dann mal hier rüber. Ich furze gerne in der Wand. Und dann können wir auch da gleich mal schnell rein starten. Hey, der Witzka. Ich bin gespannt. Ich bin ja auch immer ein großer Fan von von den neuen Benutzermenüs und der Haptik allgemein. Und von, ach, ich weiß auch nicht. Ich hab da lange drüber nachgedacht, ob überhaupt Sinn macht, alles. Ne? Weil im Prinzip, ne, das ist.
Aber ja, ist schon anders irgendwie, ne? So, Feuerlolli, auch dir vielen Dank für 3 Monate. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal rein in die gute Stube. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr aufgeregt. Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Toi, toi.